So, bei uns geht's weiter in die Tiefe, aber ich würde mal kurz vorschlagen, kurz in die Basis zurückzugehen, nur mal zu gucken, ob man mit irgendjemandem reden kann, nicht, dass hier irgendwie was, irgendwas ausgelöst werden kann. Vielleicht kann ich dann mal gucken, ob man weiter upgraden kann. Aber ich dachte, du kannst die Dings nicht benutzen, die ja, die Schmiede. Doch, das geht. Ach so, okay. Ich schau mal kurz, ob irgendjemand irgendwas zu sagen hat von den Figuren, die man hier offensichtlich trifft. Nee, da sind aber überall keine neuen Gesprächsoptionen. Schauen wir mal bei der Schmiedin rein. Ja, guck mal bei der Schmiedin, weil ich kann nämlich einmal upgraden. Ich habe 2 Stück von den Dingern im Inventar. Boah, das macht aber ordentlich. Habe ich jetzt schon fast 500 Schaden. Alter. Ich kann beide Waffen um einen. Nein, ich habe nicht genug Kraft. Warte mal, das habe ich, aber da habe ich Totenschädel, die ich nutzen kann. Mehrere verwenden. Hauen wir uns die mal alle rein. Was soll der Geiz? Mhm. Zack. Man kann. Warte. Das alles erhöht stehen. Okay. Man kann diese Ruhenplätze kann man nicht ändern irgendwie, ne? Nee, umändern kann man sie nicht. Also, das werden mehr, aber du kannst sie nicht umändern. Das geht nicht. Kacke. Also, ich konnte jetzt zumindest meine Waffen beide auf plus 6 bringen. Ja, beide sogar? Ja, weil jeder hat 2 von diesen, Dreiersteinen da gebraucht. Ich hatte nur 2. Aber ich kann die Items ja nicht einsammeln. Ja, gut, macht Sinn. Guck mal kurz, ob sie runenmäßig irgendwas Neues dabei hat. Nee, nichts, was für mich passt oder wichtig wäre. Nee, das ist in Ordnung. Aber gesprächstechnisch will hier keiner irgendwie was sagen. Ich hatte ein bisschen gedacht, dass vielleicht irgendwie irgendwas mehr da in Richtung nach da unten irgendwie noch angesprochen wird, aber nö. Nein. So. Aber weil das jetzt hier dieses Wochenende war, hast du die Call of Duty Beta gespielt? Nee, bin ich nicht so gekommen. Hab ich nicht zeitlich geschafft, weil einfach keine Zeit. Entschuldigung. Da kommt mir gleich das Niesen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin ja nicht so der Multiplayer. Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin ja nicht so der Multiplayer-Fan. Und deshalb war ich gar nicht so scharf drauf, jetzt den Multiplayer auszuprobieren. Wie gesagt, ich will die Kampagne und ich will den Zombie-Modus haben. Aber den Multiplayer habe ich nicht so ausprobiert. Zombie-Modus sieht doch echt interessant aus. Aber war denn, du hast es gespielt, oder? Ja, ich habe es gespielt. Ich muss sagen, grafisch ein bisschen underwhelming. So. Ich hätte gedacht, weil eigentlich COD ist ja eigentlich immer so ein Garant für neuer Titel, sagen wir mal, optisch deutlich bessere Grafik, aber das sah jetzt so ziemlich, eigentlich genau gleich aus wie der Vorgänger. Ich dachte immer, dass das der große Vorwurf ist, immer, dass die immer gleich aussehen würden, dass sie so veraltet aussehen. Empfand das auch nicht so sehr, aber es ist ja mal so der lautstarke Vorwurf. Ich fand die Kampagnen, die sahen doch immer gut aus. Ja. Also so zum Beispiel hier bei MW2, dieses Level da auf dem Tanker, wo die Container so rumrutschen, das war der Wahnsinn. Von der Dynamik her, das war so cool. Mit dem Regen, der da auch so hin und her, der da so runterprasselt, so richtig stürmisch, das sah auch die Beleuchtung so richtig gut aus, dieses verhangene Wolken-Regen-Ding, das kann teilweise manchmal aktuell, so wie die Beleuchtungen sind in Spielen, so krass realistisch aussehen. Das ist Wahnsinn. Das war schon. Ja, vielleicht wird die Kampagne wird wieder besser aussehen. Ich fand halt der Multiplayer, selbst der könnte schon auch ein bisschen besser sein, muss ich sagen, so von der Grafik. Oh, der hat sich aus der Latschen gehauen, der Ball. Was hat mich denn da weggehämmert? Jetzt ist hier eine riesige Wand. Eben war hier diese Wand noch nicht. Scheiße. Das ist ja auch mal eher selten, dass in Umbral
Länder auftauchen, aber es sind andere Wege da. Also wir können ja. Oh ja, hier kann ich was rausziehen. Oh Scheiße, ich hab bin runtergerollt. Ach. Aber da, also da unten geht's noch weiter rum, geht's noch weiter tatsächlich. Aber das war der Fall war trotzdem zu tief. Und noch einmal. Aber wie war es denn so spielerisch? Weil Julius war ja da irgendwie auf dem Event in LA und hatte da mit so ein paar großen Influencern und Profis gesprochen und da waren viele relativ angetan von eher so kleineren Anpassungen. Ja, ich fand auch, dass es sich overall viel dynamischer spielt, also so wieder ein bisschen flüssiger so vom Feeling her, vom Multiplayer-Feeling. Weil der davor, der war ja schon sehr, ja, ein bisschen schwerfällig so, wie du, vom Movement. Ja. Und jetzt kannst du ja wieder Slide canceln und all so ein Kram und du bist ein bisschen schneller auf Achse. Also das fand ich ganz geil, aber ohne, dass es zu extrem wird. Also es war jetzt nicht so wie bei Black Ops oder so, dass die Leute da rumjumpen wie bei Unreal Tournament. So, also es war noch im Rahmen. So, also ein gutes Mittelmaß, sagen wir mal. Also das fand ich ganz gut, muss ich sagen. Die Waffen klangen auch wieder COD-typisch. Das war wieder super. Ne? Da kann man sich ja bei denen echt nicht beschweren. Das können die ja. Das Einzige, was mir jetzt ins Auge gestochen ist, also was ich wirklich bei Leibe nicht verstehe, ist, dass sie das... Ich bin auch über den Knopf drauf. Achso, du bist wieder hochgefahren. Ja. Okay. Aber vielleicht teleportiere ich mich ja zu dir. Ich bin jetzt zu weit entfernt, weil ich roll nochmal drüber. Was wollte ich sagen? Ach ja, die haben das Menü, das Schreckliche, haben die einfach also nicht 1:1, aber so gut wie übernommen. Das fand ja wirklich jeder Kacke. Also ich habe keine Review gesehen, wo die sich nicht über das UI vom Hauptmenü aufgeregt haben. Ja, ich kann mich sogar auch noch daran erinnern, dass da irgendwas war. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ja, weil du hattest aber irgendwie war das irgendwie nervig. Ja, weil du diese großen, also einmal hat das geruckelt wie Sau. Das tut's auch. Also in der Beta von MW3 war das auch der Fall, dass das nicht so fluide war alles. Du hast halt diese großen Kacheln, diese überdimensionierten. Das stimmt, ja. Du hast überhaupt keine Übersicht, wenn du deine Waffen da baust, ey, du musst die ganze Zeit scrollen, weil die Buttons so groß sind, also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Rentnertelefon. also dass sie da jetzt nicht irgendwie gesagt haben, ja komm ey, dann machen wir wie bei Vanguard oder was weiß ich. Nee, das war wirklich, also das verstehe ich nicht. Das ist vorsichtig, wenn ihr kleine Dinge hinterher aufgetaucht. Ich fand ja immer, Battlefield hatte immer schöne UIs. Immer schön aufgeräumt und clean. So, ich war nie der große Fan von den COD-Menüs. No! Oh, nee. Ich bin nicht gesprungen. Also ich habe gedrückt, aber ich bin nicht gesprungen. Oh, ja, das hatte ich aber auch schon vor mir. Ja, deswegen auf jeden Fall war ich immer sehr großer Fan von den Battlefield-Menüs. Die waren immer so schön aufgeräumt und bei COD hast du ja so voll viel Kram so da drin. Ne? Du hast dann hast du die ganze Werbung für die ganzen Microtransactions, die du kaufen kannst, die ploppen die ganze Zeit auf. Dann hast du da den Battle Pass, so super unübersichtlich und so. Mir war das immer ein bisschen zu überladen alles bei COD. Ja. Und das Problem ist, sie haben jetzt ja die gleichen Inhalte, nur jetzt verpacken sie es halt in diese mega großen Kacheln. Was halt heißt, dass du die ganze Zeit nur am Scrollen bist und hin und her und. Ja. Ah, nee. Weiß nicht. Das ist echt nicht. Das ist nicht gut. Bei ganz vielen von diesen, gerade so Multiplayer-Titeln, gerade wenn sie auch noch so Battle Pass und so mit drin haben, ich finde das oft so irritierend alles, bis man da mal irgendwie so halbwegs durchsieht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, diese Menüs sind mit Absicht auch so gebaut, dass die ein bisschen irreführend sind und ein bisschen
erschlagen. Das ist wirklich so, als sei da so wahnsinnig viel drin, obwohl es am Ende ja alles oder ganz, ganz viel davon ja nur Fluff ist. Also nur irgendwelcher Scheiß, den man überhaupt nicht braucht fürs Spiel, der vielleicht ein bisschen skinmäßig noch ist und das war's dann. Aber so die Eleganz der Menüs, das geht den meisten von diesen Spielen ab. Da sind Rennspiele auch oft ganz schlimm drin. Also, ich finde zum Beispiel die ganze Menüführung von Forza Horizon, von der ganzen Serie, finde ich immer furchtbar. Also das hat so eine schlechte Kommunikation. Wo soll man jetzt als nächstes hin? Was soll man wie wo machen? Als ja immer dieses, wir sind so hip, wir sind so cool. Also, ja, könntet ihr vielleicht auch mal ein bisschen aufgeräumt und übersichtlich sein? Ja, nee, aber das ist ja nicht hip und cool. Ja. Schnauze, ihr Deppen. Es ist ja nicht ohne Grund ein Job, den man in der Werbebranche ja auch lange ausüben muss, bis man da was Gutes reißt. Ich weiß, keine Ahnung, ich will den da jetzt nicht vorwerfen, dass da Stümper am Werk sind, aber weiß ich nicht. Ich frag mich da nur immer so, es gibt ja so viele gute Vorbilder, kopiert das doch einfach, das ist doch nicht voll egal. Also, da war jetzt zum Beispiel das Motorfest deutlich sauberer. Also da war immer, es war auch relativ viel und gerade so diesen einen Hauptpunkt fand ich sogar eher auch wieder sehr irritierend. Aber zumindest war recht klar, wie du zum Beispiel in diese einzelne Playlist reinkommst und was du da machst und so. Das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert. Also immerhin das. Ja, ich meine, man muss ja auch das Rad nicht neu erfinden, so, ne? Wenn du die Webseiten anguckst, da sehen ja auch alle gleich aus mittlerweile. Ja. Also, es gibt halt was funktioniert. Ja, wir machen das halt alle so, ne? Ja. Ich meine, bei Gameplay-Sachen sind sie sich da ja auch nicht so schade für, also deswegen. Ja, ich meine, wir erleben ja hier gerade das beste Beispiel. Ja, exakt. Und das ist ja nicht schlecht. Also es ist so dieses von wegen, nicht. Als ob das jetzt irgendwie schlimm wäre, wenn man einfach ein gutes Spiel nimmt und nochmal macht. Es sind ja andere Levels, es ist ein anderer Kontext, es ist hier ist noch ein bisschen sogar ja andere Mechaniken dazu. Ja, ja. Ey, ist doch überhaupt kein Problem. Ich finde immer so, wenn Hauptsache, das hat doch irgendwie so seinen eigenen Spin irgendwie. Ja. Also dann so, ne, wie hier mit der Umbralwelt oder bei Mortal Shell mit der Hülle halt, wo du halt immer dieses Versteinern hattest als Blocken, das war ja auch eine echt coole Mechanik, fand ich. Ja. Kommt da eigentlich ein zweiter Teil? Weil ich fand den ersten nicht richtig gut, ey. Also hab nichts. Ich weiß gar nicht genau, ob das Studio überhaupt überlebt hat. Kann ich dir nicht genau sagen. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn nicht dieses Jahr. Du läufst die falsche Leiter hoch. Da waren wir schon. Ach. Aber ich bringe uns mal ins Umbral. Ja, mach. So, einmal ist noch da oben das Ding. Warte mal. Wo wir so falsch gesprungen sind. Okay. Das ist nur die Frage, was kriegt man da am Ende überhaupt? Aber jetzt habe ich zumindest mal die Energie voll. Da sind diese zwei. Ey, er springt einfach nicht! Er springt nicht! Also springt er an der Stelle nicht! Ich probiere mal, ich hab geschafft. Jetzt. Ich glaube, weißt du, ich habe das mal bei einer anderen Stelle gehabt, dass der auch nie gesprungen ist. Und ich glaube, das liegt daran, wenn es bergab geht. Dann ist da manchmal so ein, ja, weiß ich nicht, durch die Textur oder die Hitbox, dann hast du da so eine Gap und dann ist der schon in der Luft und dann kann, dann, weißt du, wie ich meine? Okay, ja, ich verstehe. Und dann, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen eher losspringen, weil ich bin jetzt extra ein bisschen früher losgesprungen, dann ging es. Ja. Ah, okay. I see. Guck dir die Felsen, die Stalagmiten. Sind das Stalagmiten von oben nach unten oder ist das, war das anders? Also es gibt Stalagmiten und Stalaktiten, oder? Ja. Ich glaube, Stalaktiten sind die von oben kommen und Stalagmiten die von unten.
wahrscheinlich tippt jetzt schon irgendwer richtig wütend in die Tasten. Ne? Ich glaube, es gibt da einen nicht ganz jugendfreien Orientierungssatz mit den Stalaktiten und Stalagmiten. Weil das eine hängt quasi runter. Boah, ich verstehe. Aber vielleicht habe ich mich jetzt auch komplett geirrt und das ist alles totaler Humbug. Es gibt die Möglichkeit. So, jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt aber. Also. Jetzt muss ich mir erstmal wieder ein bisschen Punkte zurückholen, weil jetzt haben alle hier mich getroffen mit ihrem scheiß Zeug. Das heißt, meine ganze Lebensenergie weg. Aber jetzt hat's geklappt. Ach, okay, von hier kann man nur ein Item rausholen. Guck mal da. Nee, ist hier gar nicht. Hier. Ach, da unten, ja. Warte. Oh, sorry. Und jetzt? Einfach hier hoch. Ach so, da. Hey. Umbral Auge von Dieter. Von Dieter? Okay. Ja, der Dieter. Der gute Dieter. Ja, wunderbar vorbeigesprungen. Nein, halte ich auch noch mal. Wir sind schon im Umbral. Oh, schick, ja. Robert, hier ist viel los. Mach auf jeden Fall. Warte mal, ich hole uns aus dem Umbral raus. Ach, kannst du? Ja, hier ist ein Dings. Wir können erstmal die normalen Gegner besiegen, weil wir müssen sowieso wieder, müssen eh ins Umbral wieder zurück, weil ja dann noch diese ganzen Gänge sind. Aber dann können wir erstmal die normalen Typen, wir müssen ja nicht alles locken, weil ich glaube, der Übergang war hier drüben. Ach, hier sind wir jetzt wieder, okay. Ja, und ich glaube hier, oh, Vorsicht, da ist ein Feuerheini. Ich verliere echt richtig die Orientierung, ey. Hier. Was sie übrigens nicht machen in dem Spiel, sind Leitern klettern, ne? Die Gegner können zwar echt gut springen, aber sie klettern keine Leitern. Ja, das ist schon Leitern, das ist so das Aber du Ding. Musst auf jeden Fall hier hoch zu mir. Ach so, ja, weil ich komm, wir müssen warte. Hier rüber. Klettern sie. So. Hier ist irgendwie ein Umbralweg. Und was ist hier oben noch? Also hinter da uns? Da sind wir hergekommen. Da waren wir schon. Ja. Achso. Oh, oft. Vorsicht, hier kann ich was ziehen. Hier geht's eine Leiter hoch. Ja. Das Blöde ist, da ist so ein Fernkämpfer mit so einem Schleim angegriffen. Oh, wow. Ja, genau. Ich hab dich noch runterploppen sehen, wo ist denn der? Ach da. Der steht da irgendwie auf dieser anderen Plattform. So. Warte mal, ich mach hier eben die Beine. Kommst du also zu dem rüber? Ich zieh den runter, warte. Ah ja, das ist ah, nee, gut. Nein, jetzt hat er nicht mehr. Ich krieg den nicht anvisiert irgendwie. Also, ich krieg den anvisiert, aber der macht nichts. Ich hau den eben zu klump. So. Das Ding ist, und jetzt habe ich fast nur noch geschwächte Lebensenergie. Ich bräuchte also mal ein paar kleine Gegner, um mich wieder ein bisschen heil zu kriegen. Ach, da ist ja jetzt ein Auge, ne? Ja. Das Blöde ist, der blöde Gang zieht sich wieder ein, ne? Ich? Ja, er hat sich wieder eingezogen gehabt. Ich wollte gerade.
Ah, man muss vor dem. Ich hab noch. Ach. Gut. Ich mache ihn wieder auf. Und. Sehr gut. Hier ist nochmal schon ein Dings, eine Essenz. Eine heilige Quintessenz. Oh, echt? Zum Upgraden. Hm. Oh, okay. So, das muss ich mir dann nochmal holen, ja. Aber ich glaube, danach können wir hier wieder runter, hier vorne. Wo? Oh, da? Hier. Okay. Ah, ja. Und dann hier drüben weiter. Ja. Ach ja. Und das ist dann auch alles. Dann hole ich uns wieder zurück, bevor wir hier irgendwie wegsterben, weil da war auch wieder so ein aus dem Boden rauskommen. Das würde ich jetzt mal nicht riskieren. Okay. Außerdem ist da in Ruhe. Nicht die ganze Zeit die Geräusche hier. Die sind schon. Die sind anstrengend. So, hier geht's weiter. Da unten ist auf jeden Fall irgendwie eine Plattform, auf die man raufspringen kann. Oh, hier ist noch einer. Oh, da ist einer von den. Der hat einen, der hat einen Schutz. Ich glaube, der hatte dasselbe Moveset wie damals diese eine Bogenschützin, die wir unten in der Höhle getroffen haben, die mit ihren zwei Hunden da immer gemacht hat. Ja, ja. Hier ist auf jeden Fall noch eine Lampe. Zack. Und hier kann ich. Oh Gott, jetzt wird's lustig. Was? Oh! Oi. Nicht schlecht. Hier liegt. Verbesserte Schlangenölgranate ist hier. Ach guck mal, du rutscht auf der anderen Seite runter. Na, es hat geklappt. Hier ist noch ein Feuer. Ich finde es auch gut, dass das Feuer schöne Schatten wirft. Hier ist noch ein Feuer. Ah, hier ist ein Bergarbeiter, Heini. Jetzt haben wir wieder zwei Wege, ne? Ja, aber das ist nur ein Rückweg. Ach so, das schau, geht nicht. Das, da ist eine, okay. Das muss man runterhauen. Also das hier ist schon der richtige Weg. Das ist korrekt. Ach, da unten sind so zwei Flieger. Fliegeboys. Hier hier irgendwie in den Stein fest. Die sind echt nicht ohne, diese so merkwürdige Angriffe zum Teil. Das stimmt. Ah, ist so weggeschmissen, sehr gut. Hier liegt ein bisschen Ressourcen und hier vor dem. Hier liegt der Ring der Beweglichkeit. Der macht. Ring der ersten Bestie. Ring der Beweglichkeit erhöht Agilitätsattribut, aber ich brauche meinen Gewichtsring. Ist aktuell. So, Gesundheit. Oh, da vorne ist wieder eine Motte, warte. Raus, du Motte, du. Hallo? Nice. Ah, und eine neue Rune gefunden, eine neue Runenart. Oh, okay. Also nach links geht's. Nee, da ist nur. Hat das der Raum mit dem Zelt? Oh. Wo bist denn du jetzt so weiter? Ach, hier. Ach, guck mal, hier ist ein Durchgang, ne? Hast du gesehen? Ja, ja. Aber ein Umbral-Durchgang. Aber lass mal erstmal die normalen Gegner. Ja.
finde es ganz interessant, dass die Schläge, also die Waffenschläge, die erzeugen tatsächlich ein Licht. Also kein Licht, okay, was Schatten wirft. Das ist ein bisschen schade. Aber so die Standardangriffe erzeugen so, ein kleines schon. Licht. Ah, kleine Funken. Okay. So. Soll ich mal rübergehen jetzt umdrehen? Jo. Ja. Das finden wir im Leben nicht wieder, wenn wir das jetzt später machen. So, wir sind. Hier ist alles voll. Oh shit, hier vorne hätte ich einen Link setzen können, dann Rückrufstein. Oh, hier ist ein getarnter. Ach man. Hat dich erwischt? Ja. Aber. Ja, wo ist jetzt die Leiche, ne? Wahrscheinlich oben. Ja. Irgendwo? Nee, ne? Nee. Bin nicht. Überlegen, ob ich die. Dann überlegen, ob ich den Setzling setze. Sicherheitshalber, ich hätte nämlich auch keine Heildinger mehr. Ich habe auch nichts mehr, ne? Ja, dann setze ich den jetzt zu Tod zurück. Ja, okay. Ich habe nur noch einen, aber dann muss er noch mal zur Basis zurück und welche kaufen. Kann man die unendlich kaufen eigentlich? Ich glaube ja. Einfach auch, weil es ein bisschen unfair wäre, wenn es nicht gehen würde. Ja, ich wollte jetzt, bevor das neue Call of Duty kommt, auch auf jeden Fall nochmal erstmal die Kampagne nochmal von 1 und 2 auf Hardcore durchspielen, weil ich bei den aktuellen Call of Duties die Hardcore-Runs echt insofern cool finde, als dass die. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es beim aktuellen, also im Zweier jetzt war, aber im ersten war es so, dass du nur im Hardcore-Run kein Interface haben konntest. Also hast du das komplette Interface ausgehabt und also auch sowas wie Namenserwähnungen von, also wenn du auf jemanden gezielt hast, dass der Name aufgetaucht ist. Oh, shit, ist der Tarnheim. Und das war so cool, die Kampagnen ohne Bildschirmanzeigen durchzuspielen. Ja. Es sieht ja dann, also dann sieht es echt wirklich richtig gut aus. Und dann sind halt überhaupt keine störenden Elemente mehr da. Bin da ja auch Fan von. Dadurch wirkt es nochmal so geil. Das war der Hammer. Ja. Ja, ist eigentlich eine coole Idee, ne? Und komisch, dass man den so nicht ausstellen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob es vielleicht beim zweiten Mal tatsächlich beim zweiten Teil tatsächlich ging, dass man das Interface oder zumindest das Fadenkreuz ausschalten konnte. Mal schauen, hier ist jemand. Warte mal. Oh, weißt du, wer das ist? Wer das ist das? Schau mal, die hat hinten diesen kleinen Schwanz. Das ist die. Weißt du noch, als wir aus dem Sumpf rausgekommen sind und gegen den Pferdehaini gekämpft haben, da haben wir doch eine Erinnerungssequenz gehabt, wo die den streichelt. Genau, das ist die. I'm Winterberry. You're my first customer today. I don't get many. I've got nice things though. I like your lamp, but I know you won't trade it. A long time ago, I asked someone else who had a lamp like that if he'd trade it to me. And he called me a bad name and told me to go where he cut my head off. He was rude. There are lots of nasty people in Mornstead, but I'm quick and clever. And that's how I find so many amazing things to trade. I just found a necklace here in the mine, but you can't buy that. I'm keeping it for myself because I love it so much. Oh nein. Das ist die Kette von dem Byron, von der Byron-Frau, garantiert. Have you seen any of my friends? They're a bit shy. They like to stay in the dark, but you can hear them. Well, they're not very friendly, but I still like knowing they're there. It means I'm not on my own. Das ist ja heavy. Have you seen that they like to... Well, it means I'm not on my own. Ja, aber das heißt, dass man für die Quest von ihr
Ah, nee, hier. Katrins Anhänger. Der geht. Ah! Da braucht man so eine... Das ist eine andere Währung, die man da braucht. Da braucht man so eine alten Münzen. Alte, wertlose Münzen. Das... Ich habe diese Münzen mal irgendwo gefunden. Die gibt es als Item. Also das, ja. Das kann, man muss sie nicht töten. Das finde ich mal gut. Also sie hat noch dabei Anhänger der Zauberkraft, erhöht Zauberkraft, reduziert Zauberslots um 1, erhöht dafür aber die Zauberkraft. Dann haben wir verursacht zusätzlichen Haltungsschaden bei Treffern gegen Feinden, die bluten. Dann haben wir Ring der Armbrustschützen, verbessert Armbrustschützen, Bolzen. Dann haben wir Ankoritenring. Das ist erhöht die Verteidigung beim Wirken von Zaubern. Das ist alles so eine, alles sehr irgendwie funktioniert unter diesen und diesen Umständen. Finde ich alles nicht so geil. Mhm. Eine Umbrallarve, die verwendet wird, um bestehende Hochstufungspunkte neu zu verteilen. Das gibt's hier. Ah. Respec-Punkt, kostet 8000. Kann man sich neu. Neue Sachen. So. Ja, die will ich auch nicht töten. Aber das ist cool. Dann weiß ich zumindest schon mal einen Schritt mehr in Richtung der Lösung für die Byron-Quest. Das ist super. Ja, das ist super. Das freut mich jetzt voll. Okay, das heißt, wir müssen diese komischen... Also irgendwo findet man diese komischen Münzen, aber ich glaube, das ist deutlich später. Ja. Die Frage ist nur, ob man die, ob der Byron dann schon irgendwie sauer wird, wenn man diese Münzen für ihn nicht findet, aber ja. Ich bringe die nicht um, auf jeden Fall. So, warte mal kurz, bevor wir da weitergehen. Ah, nee, warte, guck mal, hier können wir den Münzen wieder zurück. Ich mach erstmal die Abkürzung. Ja. Genau, und dann gehen wir nochmal nach oben und machen da die... Diesen Umbrallweg, ne? Ja, genau. Das wäre halt so, also ich finde es auf der einen Seite ganz nett, dass da dieser Lichtgeschmack ist, ne? Aber ich fände es halt so geil, wenn wir jetzt dann langsam mal in diesen Bereich kommen würden, wo sowas dann halt auch einen Schatten auslöst. Weil das wird nochmal so geil aussehen, wenn du mit jedem Schlag da nochmal so ein richtiges Effektgewitter hättest. Ja, das wäre natürlich crazy. Aber ich, Moment. Hä? Sind wir so weit nochmal gegangen? Ach, dann gehen wir aber lieber in die andere Richtung. Dann lieber in die andere Richtung. Okay. Ich dachte, das war ja hier schon der Gang gewesen, aber das ist ja noch gar nicht. Nee, dann lieber... Das ist auch gar nicht die Stelle, wo wir unser Umbral gesetzt haben. Warte mal, hier. Ja. Hier oben war das. Hier ins Umbral rein. Ich glaube, hier... Genau, hier ist der Durchgang. Ah, ja. Dann mach ich den mal an, jetzt werden wieder eine ganze Menge kommen. Hast du schon aufgerissen? Ja. Oh Gott. Boah, hier sind ganz viele von diesen kleinen. Und ja, ach. Hier sind drei von denen. Frech. Und die scheiß Tür schon wieder zu. Ich hole uns einfach aus dem Umbral zurück. Fuck das. Ach scheiße, dann kann ich ja kann den Punkt nicht zurückholen. Aber ich kann dich wieder zurückholen. Ja. Warte. Dann müssen wir nochmal rein. Ja. Leider. Scheiße. Aber dann hat sich ja gelohnt. Oh Gott. Was ist denn jetzt? Hast du? Ja. Ich glaube, wir haben sie alle. Oh, okay. Meine Fresse, sowas ist da jetzt drin. Da ist drin Anhänger der Verkümmerung. Mal schnell schauen, was der macht. Der Anhänger der Verkümmerung. Umbral-Magie kann mit unzureichendem Mana auf Kosten von Schwächungsschaden gewirkt werden.
Okay, das ist interessant. Kannst du quasi unendlich viel Magie wirken, musst nur ab und zu mal wieder auf den Gegner einschlagen, damit du ihn... oh, warte mal, hier ist ein Schnitter hier in der Höhle wieder. Damit du halt deine Lebenskraft wieder auflädst. Ja. Wenn du das noch verbindest, vielleicht mit einem Item, was quasi bei jedem Schlag Mana zurückbringt, oder es gibt, glaube ich, auch eine Rune, die das macht, die Mana zurückbringen kann. Ja. Dann kann es interessant werden. Okay, hier könnte man nochmal einen Speicherpunkt setzen, aber der andere ist nicht so weit weg. Ich glaube auch, das geht nicht. Ja, die Frage, wo man jetzt hier rauskommt. Bevor wir da weiter. Lass mal noch mal ganz kurz den anderen Weg checken. Welch? Ach, hier war noch ein? Wo denn? Ja, war da nicht noch unten? Ah, warte mal, ich kann hier erstmal das Licht anmachen. So. Ich hätte gedacht, hier war noch ein. Was ist denn? Ach nee, das ist der Rückweg gewesen. Sorry, Entschuldigung. Aber ich kann uns aus dem Umbral rausholen. Ja, das hört sich so gut an. Aber wie ist das erstmal weg? So. Nee, ich dachte, hier geht es noch in eine andere Richtung. Aber hier können wir noch Lichter machen. So. Jetzt haben wir hier aber auch wieder zwei Wege, ne? Einmal geradeaus. Ja. Müssen wir erstmal nach rechts gehen. Das sieht irgendwie nach Boss aus. Hier oh, hier rechts. Ist irgendwie mit Absicherung irgendwo. Ja, da war sie. Nice. Oh, 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 oh. Sitzt noch einer. Oh, ist nur ein Feuerschubser gewesen. Und hier liegt Granate als findbares Item. Ah, okay. Ist aber nur die normale. Und Halsband des versklavten Bergarbeiters. Ach du Scheiße. Frage ist, was das ist. Ist das ein... Nee, es ist kein Talisman. Ach, das ist ein Ding. Fritz. Ah, wow. What the fuck? Kleinen Soldaten sind weg. Hat der gerade irgendwie eine magische Aura sich gemacht? Ja. Aber er brennt noch vor sich hin. Wie geil, jetzt hängt er da oben. Einfach immer höher. Na gut, das ist jetzt irgendwie... Aber ich kann ihn ja rausziehen. Ah ja. Das Gute ist, wir können ihn jetzt schon erwischen. Schwupp, da fällt er runter. Einfach ausgetrickst. Ha, hat funktioniert. Geil. Aber wo kam der? Der kam hier aus der Tür. Ja, genau. Oh, das sieht auch cool aus mit dem Wasser hier unten, diese Wassertextur. Oh. Oh ja, stimmt. Oh, hier ist sogar ein... Hier ist ein Weg. Nein, hier lag noch was. Oh, hier kämpfen wieder Leute. Ach nee, ach lol, das ist ein bisschen... Ah, der ist runtergefallen. Ich bin von der anderen Seite. Ja, aber nur eine Etage irgendwie. Oh, Vorsicht, Armbrust schützen. Oh. Ja. Er hat mich mit irgendwas Starkem hat er mich erledigt. Ich bin auch. Wovon bin ich gestorben? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art Flächenattacke von ihm war. Ich hab den Katalyst von Lord Bereskuh.
Das ist die Frage, wo du bist. Warte mal, ich kann nach oben klettern. Da kann er zumindest nicht hin. Und verbesserter Wurfspeer. Boah, gute Frage. Aber du bist auch gar nicht irgendwie zu sehen. Hm. Muss mal alleine mit dem umgehen. Bringt irgendwie so gut wie nix. Achso, warte mal, ich bin ja im Umbral. Das heißt... Ich habe auch keine Gesundheit mehr. Nein. Scheiße, was soll ich machen? Wo ist meine Leiche, ey? Das ist so frech wieder. Und natürlich kommen jetzt die kleinen Scheißer hier alle angerannt. Und keine von meinen Waffen macht schon Gesundheitsschaden. Ja. Oh, was war? Hä? Hast du gesehen? Der hatte ja seine volle Energie. Was war denn das gerade? Ja. Er hat wieder fast seine volle Gesundheit gehabt. What the fuck? Wieso? Ja? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt bekanntlicherweise dumm. So. Wir fragen in der nächsten Folge nochmal nach, warum er so ein Arsch ist. Gott sei Dank war das jetzt nicht so weit, so in die Ecke. Nee, das ging nicht. Schauen wir uns da nochmal ein. Also bis denn. Tschüss. Tschüss.